Hallo, Schwertmeisterin. Onga. Bereite dich darauf vor, meine Klinge zu schmecken, du angespülter Stümper. Du kämpfst wie eine Kuh. Warum ist mein Handy nicht stumm geschaltet? Das macht die ganze Zeit Geräusche. Stumm. So. Sorry. Du kämpfst wie ein Stümper. Alles nur nicht dein Essen. Ha. Geschenkt. Aber es funktioniert. Es ist schön, dich wiederzusehen. Gleichfalls. Die ist muskulös geworden. Die ist viel, viel breiter geworden, als ich sie in Erinnerung habe. Du hättest nie aufgeben sollen, Schwertmeisterin zu sein. Gouverneuramt. Dem Schiff. Stimmt, wir hatten ihr damals ja mit dem Otis zusammen ihren ersten kleinen Regierungsjob gebracht. Wir haben sie auf diese Laufbahn gebracht. Du hast es weit gebracht, seit ich dir deinen ersten bequemen Regierungsjob besorgt habe. Ich hoffe, du willst nicht die Lorbeeren dafür ernten, dass ich Gouverneurin bin. Denn das wäre sowohl absurd als auch widerwärtig. Und ich müsste dich dafür aufspießen. Nein, nein, das ist das Letzte, woran ich denke. Aber du kennst mich doch. Ich habe von deiner Frau gehört. Bin immer absurd. Sie kommt vorbei, um über die Skorbut-Gesetzgebung zu sprechen. Ich nehme an, dass du irgendwie damit zu tun hast? Skorbut. Elaine kommt alleine klar, die braucht mich nicht. Das wäre eine schöne Antwort, ja. Ich habe mein eigenes Projekt. Ich bin nicht automatisch in alles involviert, nur weil wir verheiratet sind. Elaine sagt, dass das Programm von Captain Madison behindert wird. Das stimmt. Elaine sagte, dass das Programm von Captain Madison behindert wird. Nicht der legislative Teil, sondern die öffentliche Finanzierung. Die Stadt steckte vor einiger Zeit in der Klemme und diese Captain Madison sah eine Chance. Sie hat uns das Geld geliehen, das wir brauchten, aber jetzt sitzen wir in der Klemme und müssen die Zinsen zahlen. Dinge wie Sozialprogramme, Abfallentsorgung und die Instandhaltung der Stadt werden auf die lange Bank geschoben. Ich mag diese Frau jede Minute weniger. Da sind wir schon zu zweit. Das heißt doch, wir könnten zusammenarbeiten gegen die Madison, oder? Monkey Island zu erwähnen, könnte schlimm sein, weil wir hatten sie ja mal auf Monkey Island im Stich gelassen. Ich suche nach dem Geheimnis von Monkey Island. Schön für dich. Ich habe es nicht. Das Haus hat sich nicht sehr verändert. Elaines Stil ist immer noch überall zu sehen. Sogar die Bücher sind von ihr. Es sind jetzt meine Bücher. Wie du ja weißt. Ich habe nicht wirklich etwas zu sagen. Ich mache das einfach gern. Üben ist schön, aber ich habe im Moment viel zu tun. Gouverneurinnenzeug. Okay. Kommt uns angesprungen, kämpfe und dann ja. War schön, dich gesehen zu haben. Bis später. Peter. Die endlose Geschichte der Reise, die nicht enden wollte. Große Buch der Schatzkarten? Oh Mann, oh Mann. Wir gucken uns mal ganz in Ruhe um. Das offizielle Porträt der Gouverneurin. Sieht aus, als wäre Carla nicht besonders scharf darauf gewesen, sich porträtieren zu lassen. Die lassen das. Das ist ein Witz, das ist so wie so ein Paparazzi-Foto. Und der Maler kriegt beim Malen direkt ins Gesicht geschlagen. Du sollst kein Foto von mir machen! Die hat dem Maler eine reingehauen. Lass mich in Ruhe! Scharf! Das offizielle Porträt des Schwertes der Gouverneurin. Ich fand schon immer, dass es wie mein altes Schiff, die Sea Monkey, aussieht. Oh. Cool. Ich habe einmal versucht, das zu lesen, aber ich konnte es nicht zu Ende bringen. Beinhaltet nicht das Geheimnis von Monkey Island. Ach Mensch. Autobiografie von John Laney. Hinweis für den Leser. In diesem Buch werden keine Verkleidungsgeheimnisse enthüllt.
Mist. Wir brauchen ja die Augenklappe. Ne? Barbie LeFlay. Ich kenne Morgan LeFlay. Ihr kennt ja auch noch die Morgan. Aber wer ist denn Barbie LeFlay? Es ist ein Kochbuch. Es hat 4 Sterne, aber es sieht so aus, als ob sie für die Schwierigkeit stehen. Ha. Voodoo-Tricks, die Sie zu Hause machen können. Warnung. Versuchen Sie diese Tricks nicht zu Hause. Warum steht das dann drauf, dass wir sie machen können? Es ist dicker, als ich es mir vorgestellt habe. Was? Schiff zu Schiff Kampfstrategien von der dummen Captain Madison. Kann ich mir ein Buch leihen? Du hast ganz schön Nerven, das zu fragen. Du hast das letzte Buch, das du ausgeliehen hast, nicht zurückgebracht. Ich musste ein neues Exemplar kaufen. Du hast dich nicht einmal entschuldigt. Haben wir Kohle? Ich bezahle dafür. Ich brauche dein Geld nicht. Also haben wir das Buch jetzt bekommen oder nicht? Nee. Suchen wir mal ein anderes zu nehmen? Kann ich mir ein Buch leihen? Du hast das letzte Buch, das du ausgeliehen hast, nicht zurückgebracht. Du hast dich nicht einmal entschuldigt. Okay, okay, es tut mir leid. Das habe ich völlig vergessen. Natürlich hast du das. Du denkst wie eine Kuh. Du kämpfst wie eine Kuh. Warte mal, wir haben uns nicht mal entschuldigt. Ich habe einen Frosch für dich, my lady. Das ist für dich. Du gibst mir einen Frosch? Es ist ein Vergebungsfrosch, wenn Worte nicht ausreichen. Du hast dir nicht einmal die Mühe gemacht, etwas Persönliches auf diesen Frosch zu schreiben. Das ist einfach unhöflich. Ich lehne deinen Frosch ab. Was Persönliches auf den Frosch draufschreiben? Offenbar funktioniert ein Vergebungsfrosch nicht, wenn die Entschuldigung, die man draufschreibt, nicht gut genug ist. Ja. Stift. Liebe Elaine. Nee. Liebe Carla. Sehr geehrte Damen und Herren. Nee, komm, Carla. Liebe Carla. Tut mir leid, dass ich dich damals in die Luft gejagt habe, deinen Geburtstag vergessen habe und deinen Jahrestag, das Buch, das ich mir ausgeliehen habe, verloren habe. Tut mir leid, dass ich das Buch, das ich mir ausgeliehen habe, verloren habe. Mir ist klar, dass du robust zur Robustheit bist. Ich bewundere, dass du hart zur Sanftmut bist. Ich schätze es sehr, dass du dem Pflichtbewusstsein verpflichtet bist. Ich schätze es, dass du leidenschaftlich zur Leidenschaft bist. Was? Pflichtbewusst? Pflichtbewusst vielleicht. Ich schätze es sehr, dass du dem Pflichtbewusstsein verpflichtet bist. Und alle sagen, wie nett du bist. Und ich sage den Leuten immer, wie nett du bist. Und ich weiß, dass du wirklich netter bist, als die Leute sagen. Das erste oder das zweite? Und ich sage den Leuten immer, wie nett du bist. Bitte akzeptiere meine demütige Entschuldigung. Auch wenn es eigentlich nicht meine Schuld war. Verspreche, mich in Zukunft zu bessern. Ich habe mir ein Erinnerungssystem eingerichtet. Du machst mir eine Heidenangst. Ich verspreche, mich in Zukunft zu bessern. Ich hoffe mal, das reicht. Das ist für dich. Liebe Carla, das ist eine nette Geste. Und es sieht so aus, als wüsstest du sogar etwas über mich. Eine Sache. Das kannst du besser. Ich lehne deinen Frosch ab. Mist. Es ist eine Menge Arbeit, Gouverneurin zu sein. Ich mag dein Plüsch... Ich glaube, es ist ein Hund. Bitte nimm ihn und wirf ihn weg. Er war ein Geschenk des Grafen von Thickwater, der ein verachtenswertes Schwein ist. Okay, dann nehme ich den mit.
Bleib aus meinem Schlafzimmer raus, Threepwood. Bleib aus meinem Schlafzimmer raus, Threepwood. Okay. Ich habe das gleiche Bild auf einer Schachtel mit gefrorenen Frühstücksflocken gesehen. Elaine hat mir erzählt, dass das Lorda Neckbeard ist, der zweite Gouverneur von Mealy Island. Seine übermäßig strenge Moral und seine übermäßig laxe Regierungspolitik haben die Insel zu dem gemacht, was sie heute ist. Im Klappentext heißt es, eine solide, wenn auch etwas vorhersehbare Geschichte über einen schurkischen Piraten und eine zum Scheitern verurteilte Romanze mit einer Frau von Rang. Oha. Kann ich mir ein Buch leihen? Du hast das letzte Buch, das du ausgeliehen hast, nicht zurückgebracht. Du hast dich nicht einmal entschuldigt. Tut mir leid. Ja, ich höre die Worte, aber irgendwie helfen sie nicht. Ich brauche mehr als das. Ja, was schreiben wir denn auf den Frosch? Also klar, Carla. Liebe Carla. Es geht um das Buch. Tut mir leid, dass ich das Buch, das ich mir ausgeliehen habe, verloren habe. Das mit dem Pflichtbewusstsein, das klang so, als wäre das richtig. Du weißt sogar etwas über mich. Ich denke, das ist richtig gewesen. Ich schätze es sehr, dass du dem Pflichtbewusstsein verpflichtet bist. Und jetzt ist halt die Frage. Oh, hier hinten ran sitzen sollen. Und alle sagen, wie nett du bist. Bitte akzeptiere meine demütige Entschuldigung. Ich habe mir ein Erinnerungssystem eingerichtet. Einfach ausprobieren, oder? Das ist für dich. Liebe Carla, das ist eine nette Geste. Und es sieht so aus, als wüsstest du sogar etwas über mich. Eine Sache. Das kannst du besser. Ich lehne deinen Frosch ab. Eine Sache. Also, liebe Carla. Tut mir leid, dass ich das Buch, das ich mir ausgeliehen habe, verloren habe. Pflichtbewusst? Ich schätze es sehr, dass du dem Pflichtbewusstsein verpflichtet bist. Und ich sage den Leuten immer, wie nett du bist. Bitte akzeptiere meine demütige Entschuldigung. Ich habe mir ein Erinnerungssystem eingerichtet. Probieren wir es mal so. Das ist für dich. Liebe Carla, das ist eine nette Geste. Und es sieht so aus, als wüsstest du sogar etwas über mich. Eine Sache. Das kannst du besser. Ich lehne deinen Frosch ab. Fehlt uns hier vielleicht noch irgendein Wissen? Oder müssen wir einfach nur genau den richtigen Text treffen? Liebe Carla. Tut mir leid, dass ich das Buch, das ich mir ausgeliehen habe, verloren habe. Ich schätze es sehr, dass du dem Pflichtbewusstsein verpflichtet bist. Und ich weiß, dass du wirklich netter bist, als die Leute sagen. Bitte akzeptiere meine demütige Entschuldigung. Du machst mir eine Heidenangst. Das ist für dich. Liebe Carla, das ist eine nette Geste. Und es sieht so aus, als wüsstest du sogar etwas über mich. Eine Sache. Das kannst du besser. Ich lehne deinen Frosch ab. Oh, muss man jetzt echt jede Kombination das ausprobieren, oder was? Oder fehlt uns noch irgendwie ein Stück Wissen? Also eine Dialogoption, die vielleicht einfach noch fehlt, weil wir die noch irgendwo herausfinden müssen. Oder muss ich jetzt wirklich jede Kombination von den letzten beiden machen? Das sind... Wie viele sind denn das?
16. Sind immer 4. Bei 2x4 Dialogoptionen machst du 4 hoch 4. Ne, 4 hoch 2. Das sind 16 Kombinationsmöglichkeiten, oder? Liebe Carla. Also wenn wir davon ausgehen, dass das hier alles korrekt ist. Liebe Carla, Buch und Politik. Tut mir leid, dass ich das Politik Buch, das ich mir ausgeliehen habe, verloren habe. Nichtbewusstsein. Na, bis hierhin ist alles richtig. Gehe ich jetzt mal davon aus? Ich schätze es sehr, dass du dem Pflichtbewusstsein verpflichtet bist. Jetzt haben wir, ach nee, es waren nicht 4, es waren 3. Jetzt haben wir 3 und nochmal 3. Also 9 verschiedene Kombinationsmöglichkeiten, oder? 3 hoch 2. Hat jemand die Lösung, bevor ich jetzt anfange, 9 verschiedene Sachen durchzuprobieren? Und ich weiß, dass du wirklich netter bist, als die Leute sagen. Bitte akzeptiere meine demütige Entschuldigung. Ah, es ist 3 und 4. Also, keine Ahnung, wie viele Kombinationsmöglichkeiten das jetzt sind. 3 mal 4 ist was? 12? 12. Auch wenn es eigentlich nicht meine Schuld war. Das ist für dich. Liebe Carla... Das ist auf jeden Fall falsch. Nicht wirklich deine Schuld? Das ist keine Entschuldigung. Das ist eine Ausrede. Ich lehne deinen Frosch ab. Ja, sag doch mal was. Liebe, was soll ich denn schreiben? Ihr wisst doch, Männer können sich nicht bei Frauen entschuldigen. Tut mir leid, dass ich das Buch, das ich mir ausgeliehen habe, verloren habe. Wir wissen einfach nicht, was Frauen hören wollen. Ich schätze es sehr, dass du dem Pflichtbewusstsein verpflichtet bist. Und ich sage den Leuten immer, wie nett du bist. Bitte akzeptiere meine demütige Entschuldigung. Du machst mir eine Heidenangst. Das ist für dich. Liebe Carla, das ist eine nette Geste. Und es sieht so aus, als wüsstest du sogar etwas über mich. Eine Sache. Das kannst du besser. Sag ich lehne doch bitte deinen einfach Frosch jetzt, was ab. Es ist. Es zieht jetzt alles nur sinnlos in die Länge. Liebe Carla, tut mir leid, dass ich das Buch, das ich mir ausgeliehen habe, verloren habe. Ich schätze es sehr, dass du dem Pflichtbewusstsein verpflichtet bist. Ja, du könntest doch einfach ganz einfach sagen, fehlt mir hier noch irgendwie ein Wissen? Oder kann ich das richtig kombinieren? Das wäre jetzt schon mal eine Hilfe. Es könnte ja sein, dass einfach noch eine Information fehlt und deshalb fehlt eine Dialogoption. Aber wenn du sagst, nee, es ist alles vorhanden, dann muss ich nur das Richtige auswählen. Das wäre schon mal eine Hilfe. Und alle sagen, wie nett du bist. Bitte akzeptiere meine demütige Entschuldigung. Ich verspreche, mich in Zukunft zu bessern. Das ist für dich. Liebe Carla, das ist eine nette Geste. Und es sieht so aus, als wüsstest du sogar etwas über mich. Eine Sache. Das kannst du besser. Ich lehne deinen Frosch ab. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt alles einfach durchprobieren soll oder ob es mir halt noch fehlt. Das ist das Wichtige. Wenn es mir fehlt, dann kann ich aufhören durchzuprobieren und woanders weitersuchen gehen. Aber wenn ich alles habe, dann brauche ich bloß die richtige Kombination. Liebe Carla, tut mir leid, dass ich das Buch, das ich mir ausgeliehen habe, verloren habe.
Ich schätze es sehr, dass du dem Pflichtbewusstsein verpflichtet bist. Und ich sage den Leuten immer, wie nett du bist. Bitte akzeptiere meine demütige Entschuldigung. Ich verspreche, mich in Zukunft zu bessern. Ich weiß auch schon gar nicht mehr, was ich schon durchprobiert habe. Also deshalb probiere ich vielleicht schon Sachen jetzt doppelt. Das ist für dich. Liebe Carla... Das ist eine nette Geste. Und es sieht so aus, als wüsstest du sogar etwas über mich. Eine Sache. Das kannst du besser. Ich lehne deinen Frosch ab. Gut, das ist doch meine Aussage. Das heißt, uns fehlen noch Informationen. Dann kann ich das jetzt noch gar nicht quasi so abschließen. Muss mich noch ein bisschen umgucken. Alles klar. Scharf. Sieht aus, als wäre Carla nicht besonders scharf darauf gewesen, sich porträtieren zu lassen. Ich fand schon immer, dass es wie mein altes Schiff, die Sea Monkey, aussieht. Oh, guck mal, was es noch für alle für Locations gibt. Mensch, du. Hier hinten war früher Meat Hook, glaube ich. Wald, Ausguck, Straße, Schiff, die Werft. Muss man vielleicht die Werft angucken. Aber ich glaube, bei mir gibt es jetzt auch gleich Essen. Also würde ich jetzt wahrscheinlich eine kleine Pause reinschmeißen, gemütlich essen gehen und dann sehen wir uns dann an der Werft gleich wieder, würde ich mal sagen. Speichern. Na? Dann läuft der Vogelstream noch? Ich wechsle mal drauf. Ja, gut. Dann Leute, bis gleich.